Hi und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin der Basti und mit mir erfährst du alles, was mit dem Thema Krypto und natürlich Krypto-Trading zu tun hat. Wir traden bei Bitcoin bei 26.850 US-Dollar. Das wird heute ein schnelles und kurzes Update-Video, denn ich gehe davon aus, dass wir spätestens nächste Woche ein sehr, sehr starkes Breakout sehen werden. Warum ich das denke, das erfährst du in diesem Video und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Let's go! Alright, dann herzlich willkommen zu diesem kurzen und schnellen Update-Video hier bei Bitcoin. Wenn du noch kein Abo dagelassen hast, hast du jetzt die Möglichkeit dazu. Jeden Tag bekommst du hier besten Content von Montag bis Sonntag, damit du nichts mehr verpasst und dich auf deinen Trading-Tag vorbereiten kannst. Wir sind hier auf dem 4-Stunden-Chart, wie du ganz gut sehen kannst, ist jetzt hier weiterhin erstmal nichts passiert. Wir hatten jetzt hier nochmal den Versuch gestartet, nach oben hin auszubrechen, hatten ein bisschen Volatilität dann gestern reingekommen bei unserer Jerome Powell-Rede. Ja, das war ja dann auch zu erwarten. Ich habe das Ganze dann auch auf unseren Telegram-Kanal reingepostet. Wenn du da noch nicht drin sein solltest, würde ich dir definitiv empfehlen, da mal reinzukommen. Da habe ich euch das dann hier auch nochmal reingepostet, dass wir genau diese Volatilität dann hier erwarten können für den heutigen Tag. Es sind knapp 12.757 Leute hier drin. Link findest du unten in der Videobeschreibung. Wie du ganz gut sehen kannst, auch hier war das dann auf dem 4-Stunden-Chart einmal der 50er EMA. Wir hatten hier unten allerdings dann nicht diese Tiefs durchbrochen. Das war dann wirklich sehr, sehr, sehr gut und sind jetzt komplett in einer Seitwärtsphase. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass am heutigen Samstag nicht allzu viel passieren wird und am Sonntag dann genauso wenig. Erst am Sonntag gegen Abend, gegen unseren Weekly Close und unseren Daily Close wird es nochmal volatil werden, meiner Meinung nach. Denn da ist es immer so, dass wir dann hier nochmal ja, die Wochenkerze reinbekommen für die ganze Woche und dementsprechend die Market Maker und auch größere Big Player hier eine dementsprechend gute oder schlechte Wochenkerze bekommen wollen. Aber heute ist ja erstmal Samstag, deshalb schauen wir uns das Ganze jetzt hier erstmal an. Weiterhin sind wir in einem kleineren Aufwärtstrend, ja, wenn man jetzt hier nur diese Wicks dementsprechend zusammenzeichnet und beziehungsweise zusammenzieht. Und was man dann hier auch nochmal ganz gut sehen kann, ist, dass wir hier möglicherweise wie so ein kleines symmetrisches Dreieck formen. Ja, klein ist ein relativer Begriff, weil das würde sich jetzt hier schon seit 8. Mai formen, also das sind schon wieder ein paar Tage. Ja, aber man sieht einfach, es zieht sich jetzt hier langsam zusammen, muss man sagen. Auch wenn man sich jetzt das Ganze mal hier mit den Bollinger Bands gleich anschaut, das schauen wir uns nämlich auch gleich nochmal an, auf dem 1-Stunden-Chart ist es wirklich sehr, sehr spannend, was da gerade passiert. Und wir sind immer noch weiterhin auf diesen 26.910 Dollar. Also wir sind genau hier oben drin. Bedeutet, wir halten uns genau auf diesen wichtigen Support auf, den du auch hier auf der linken Seite ganz gut sehen kannst. Jetzt hier über meinen Kopf. Ja, da sind wir genau jetzt im Moment. Das bedeutet, wir haben ein bisschen drunter, ein bisschen drüber. Aber man sieht im Moment auch nochmal ganz schön, dass wir jetzt hier, Stand jetzt zumindest, erstmal wieder rejected werden. Wir schaffen es jetzt hier seit Donnerstag ja, um 18 Uhr schaffen wir es nicht mehr, hier einen 4-Stunden Body Candle Close hier über diesen 26.910 Dollar zu kriegen. Auch gestern habe ich das Ganze angesprochen, habe dann auch noch gesagt, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir jetzt hier nicht so krass nach oben durchpumpen, denn wir haben alle wichtigen EMAs wieder über uns und selbst der 20er und der 13er EMA geben uns jetzt hier sehr, sehr starken Widerstand. Auch der 50er EMA gibt uns Widerstand, dann geht es hier hoch 100er, 200er, ja, und ihr seht, es liegt einfach jetzt wieder alles, alles über uns. Das bedeutet, Bitcoin muss es jetzt erstmal kurzfristig gesehen über diese 27.888 Dollar schaffen. Erst hier drüber können wir davon ausgehen, dass wir über den Berg sind und dann zumindest dann wieder Richtung 29.000 bis 30.000 Dollar steigen können. Solange wir dieses Level hier nicht nach oben hindurch brechen, musst du davon ausgehen, dass wir nochmal tiefere Preise sehen und die 25.000 Dollar sind meiner Meinung nach immer noch drin. Das ist nicht mehr allzu weit. Ihr seht es nämlich hier auf die 25.000, 25.400, 300 sowas, sind es nur noch knappe 6% nach unten. Das wäre ein Move von 1.600 Dollar. Ja, wenn man sich das hier einfach mal anschaut, das macht halt Bitcoin innerhalb von ein, zwei Tagen. Das ist für ihn überhaupt gar kein Problem. Also deshalb immer noch die 25.000 Dollar im Auge behalten, kurzfristig gesehen 25.892 Dollar als wichtiger Support. Dann schauen wir uns das Ganze mal auf dem 1-Stunden-Chart an und nehmen unsere Bollinger Bands dann nochmal dazu. Die Bollinger Bands sind immer sehr wichtig, denn wir sehen bei den Bollinger Bands, wenn die Volatilität runtergeht und diese Bollinger Bands, diese Bänder sich zusammenziehen, kannst du davon ausgehen, dass wir einen sehr, sehr starken Move sehen.
Vor allem ist es dann interessant, wenn die Bollinger Bands dann komplett seitwärts laufen und das über einen längeren Zeitraum hinweg. Und jetzt schaut euch mal an, was hier auf dem 1-Stunden-Chart, jetzt mache ich extra mal die EMAs aus, was auf dem 1-Stunden-Chart jetzt hier gerade abgeht bei den Bollinger Bands. Wir sind hier komplett parallel und wir sind jetzt hier in einer Range von den Bollinger Bands von oben nach unten von knapp $113. Das heißt, du musst definitiv damit rechnen, dass Bitcoin spätestens am Montag oder am Dienstag ein massives Breakout haben wird aus diesen Bollinger Bands raus. Und dann ist es immer so, dass wir dann hier diese Bollinger Bands immer dann sehr, sehr weit dann wieder nach oben und nach unten dann hier öffnen, je nachdem, in welche Richtung das Ganze dann hier geht. Ich muss mal schauen, ob wir auf dem 1-Stunden-Chart das letzte Mal so eine kleine Parallelität hier hatten. Aber wenn man sich das mal anschaut, das letzte Mal, wo wir das hatten, war vielleicht hier in diesem Bereich. Dann gab es nochmal einen schönen Pump nach oben und hier gab es auch nochmal so in diesem Bereich. Dann haben wir einen kleinen Drop gesehen. Also ihr seht, was das angeht, auf jeden Fall 50-50. Aber die Bollinger Bands geben uns auf jeden Fall die Information darüber, dass es jetzt hier sehr interessant wird. Auch auf dem 15-Minuten-Chart. Schaut euch das mal an. Ja, auf dem 15-Minuten-Chart gehen wir hier komplett seitwärts. Nicht wundern, das, was du hier im Moment siehst, ist nichts anderes als die Volatilität von gestern bei Jerome Powell seiner Rede. Das heißt, die Bollinger Bands sagen das uns auf jeden Fall, dass ein Breakout bevorsteht. Auch das Volumen, das wir auf dem 4-Stunden-Chart gehabt haben. Schauen wir uns das einfach mal hier nochmal ganz kurz an. Auch das Volumen ist weitgehend seit dem 10. Mai auf einen absteigenden Ast. Ja, du siehst es hier auch nochmal ganz gut. Also Volumen geht auch zurück, passt perfekt auch nochmal dann zu unseren Bollinger Bands. Und hier bei unserem RSI sind wir bei 44 Punkte. Also auch hier sieht es danach aus, als würden wir genug Platz nach unten, genug Platz nach oben haben, genug Platz in den überkauften Bereich, genug Platz in den überverkauften Bereich. Und deshalb sollte du das definitiv jetzt hier im Auge behalten mit den Bollinger Bands und selbst auf dem 4-Stunden-Chart, ja, gehen wir langsam auch hier wieder in so eine Seitwärtsphase über. Das letzte Mal, wo wir das gehabt haben, war hier und auch hier auf dem 4-Stunden-Chart haben wir uns dann nochmal massiv zusammengezogen und dann kam der Impuls auf unsere $31.000. 15-Minuten-Chart, gehen wir kurz rein für euch Daytrader, schauen uns das Ganze mal an, was jetzt hier für euch Daytrader interessant werden könnte. Ich persönlich am Wochenende würde da erstmal die Finger von lassen, weil ihr seht, es ist keine Volatilität da. Was im Moment interessant ist, ist Folgendes, dass wir bei unserem Daily Open jetzt erstmal hier das Ganze nochmal angetestet hatten, sind nach unten gefallen und halten uns jetzt die ganze Zeit unter unseren Daily Open auf. Selbst der 100er EMA drückt uns die ganze Zeit hier runter, genauso wie der 200er, der 50er EMA und so weiter und so fort. Ja, und hier unten haben wir unser M2-Level. Also bedeutet nichts anderes, für den heutigen Tag wäre es gut, wenn wir das Level halten. Das wäre dann unser M2-Level, wäre dann auch der unterste Band von unseren Bollinger Bands auf dem 4-Stunden-Chart und auf dem 1-Stunden-Chart. Sollte unser M2-Level nicht halten, musst du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass wir hier unten reingehen auf dieses M1-Level und hier unten dieses Tief nochmal anlaufen werden und somit einen riesengroßen möglichen doppelten Boden und somit ein bullisches Reversal hier erstmal kurzfristig reinbekommen könnten auf den 15-Minuten-Chart. Bullisches Szenario wäre, wir gehen über unser Daily Open hier drüber, über unseren Pivot Point, über unser Psi High, werden hier vielleicht nochmal ein bisschen rejected, gehen dann hier durch aufs M3 Level und holen dann genau diesen großen Wick, den du hier siehst, ab. Folgendes Problem, wir haben den großen Wick nach oben, wir haben den großen Wick nach unten, bedeutet alles in allem, dass wir hier sehr viele Short-Positionen drin haben in dem Markt, also sehr viele Leute haben hier verkauft, allerdings auch hier sehr viele Leute gekauft. Ja, bedeutet nichts anderes, dass die Marktmaker und natürlich auch größere Big Player hier das Ganze in beide Richtungen jetzt drücken können und überall trotzdem in beide Richtungen, sei es nach oben oder nach unten, die Liquidität fischen können. Also das auf jeden Fall im Auge behalten. Dann würde ich sagen, gehen wir noch kurz rein Richtung Ethereum. Ethereum weiterhin auf ja, dem Tageschart sehr, sehr, sehr langweilig. Seit knapp einer Woche passiert hier gar nichts, haben eine ganz, ganz enge Range von knappen $70, also plus minus 3%. Hier passiert wirklich überhaupt nichts. Was man jetzt allerdings weiterhin immer noch im Auge behalten sollte, wäre hier unten dieses wichtige Level, die $1,650 bis $1,640. Und dann muss man davon ausgehen, dass wenn man hier runterkommt, ein kleiner Bounce durchaus in der Lage wäre. Aber wir haben dann natürlich den 100er EMA dann als Widerstand. Also bedeutet nichts anderes bei Ethereum, die ganzen Altcoins auch, sie warten im Moment, was Bitcoin tut. Und das ist unheimlich wichtig, dass ihr das versteht. Wenn Bitcoin die ganze Zeit jetzt hier rumeiert, ja, in dieser Range, wird auch bei den Altcoins,
Litecoins keine großartigen Bewegungen passieren, es sei denn, es kommen irgendwelche News raus oder ein kleiner XRP-Hype oder sowas an dieser Stelle. Dann schauen wir uns noch kurz die Liquidität an, gehen hier nochmal ganz kurz rein. Liquidität sieht weiter danach aus, dass unten immer noch sehr, sehr, sehr viel liegt. Also hier unten wurde seit gestern nichts rausgenommen. Hier wurde ein bisschen was hinzugefügt, knapp 400 Coins bei $26.000. Und dann war es das auch schon. Ja? Also bis 25k ist auf jeden Fall einiges hier abzuholen, zumindest was die Liquidität angeht. Nach oben hin geht es erst eigentlich los bei knappen $30.000. Das soll es jetzt für das heutige Update gewesen sein. Kurz und knackig, wenn dir es gefallen hat, gebe auf jeden Fall gerne mal einen Daumen nach oben und schau auch gerne mal bei unserem Kickstarter vorbei. Hier ist es nämlich so, dass wir für dich speziell einen Kickstarter entwickelt haben und gemacht haben mit sehr vielen Videomaterialien. Das bedeutet, da geht es einmal um das Thema Mindset, Vector Candles, verschiedene Scalping-Strategien, allgemeine Indikatoren und so weiter und so fort. Also alles, was du zum Crypto-Trading brauchst in einem Crashkurs für dich als mein YouTube-Abonnent hier komplett kostenlos. Deshalb gerne diesen Kanal abonnieren, unten dann eintragen, hier dann zum Bitcoin-Kickstarter draufklicken, E-Mail eingeben und dann 14 Tage jetzt hier über das Wochenende und 14 Tage lang hier das Ganze kostenlos testen. Also schau da auf jeden Fall rein, würde mich definitiv sehr freuen und dann wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende. Hau rein, bis dann und wie immer, dein Basti und ciao, ciao.